Jo, liebe Leute, Theo hier mit einer neuen Mario-Theorie heute mal. Und zwar geht es um den dritten Bruder aus der Familie Mario. Denn wie ihr wisst, heißt Mario mit Nachnamen Mario und Luigi ebenfalls. Er heißt ja Luigi Mario. Und bevor ich zu der Theorie komme, die sich um den dritten Bruder handelt, wollte ich euch noch einmal aufs Gewinnspiel hinweisen. Und zwar könnt ihr eine von diesen drei Mario-Amiibos gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Abonnent sein, die Glocke aktivieren und einen Kommentar schreiben. Das Gewinnspiel geht jetzt noch einige Tage und dann werde ich die drei Gewinner hier in Form, beziehungsweise am Anfang eines Videos preisgeben. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Theorie. Ich wünsche euch natürlich viel Spaß. Dass Luigi Marios Bruder ist, das wissen wir wirklich 100% bestätigt. Wie sieht es denn aus mit Wario? Ist Wario denn irgendwie verwandt mit Mario? Ja, ist er. Er ist der Cousin von Mario und Luigi. Und wie sieht es aus mit Waluigi? Bei Waluigi wissen wir gar nichts. Er ist nicht mal verwandt mit Wario, so wie es scheint. Wir haben noch keine offizielle Bestätigung von Nintendo, dass er mit Wario irgendwie verwandt ist, auch wenn es natürlich irgendwie naheliegend ist. Aber wir wissen, dass Mario und Luigi, so wie auch Wario, Sternkinder sind, die vom Storch damals getragen wurden. Und da beginnt auch die Zeitlinie bei Wario, Mario und Luigi. In dem Spiel Yoshi's Island DS hat man nämlich gesehen, wie diese Kinder von den Storch getragen werden und das ist dann die Geschichte von dem Spiel. Das ist das allererste, was wir gesehen haben von den Charakteren. Frühere Aufnahmen gibt es nicht von denen. Und jetzt komme ich überhaupt dazu, warum ich dieses Video mache. Und zwar Shigeru Miyamoto hatte mal in einem Interview gesagt, dass es sein könnte, dass es noch einen dritten Bruder gibt. Beziehungsweise, dass es sein könnte, dass er existiert. Also ein dritter Bruder, sprich Marios zweiter Bruder. Er hat zwar bei der Aussage selber ein bisschen geschmunzelt, ob das so ernst gemeint war, weiß man nicht, aber es ist natürlich eine Aussage, die man vielleicht ernst nehmen muss. Was denkt ihr denn, wer das sein kann? Kann es eventuell jemand sein, den wir schon kennen? Ist es eventuell sogar Waluigi? Und wir erfahren irgendwann in seinem eigenen Spiel von Waluigi, wenn er irgendwann mal ein eigenes Spiel von Nintendo kriegt, erfahren wir seine richtige Vergangenheit, woher er kommt und eventuell ist er wirklich verwandt mit Mario und Luigi. Gesehen haben wir ihn nicht bei dem Storch in Yoshi's Island DS. Wenn es einen dritten Bruder geben soll irgendwann, macht es Sinn, dass Nintendo daraus ein eigenes Spiel macht oder vielleicht eine eigene Story. Eventuell ist der Bruder auch, wenn es einen geben sollte, der Antagonist bzw. der Bösewicht in einem Spiel. Das wäre mal interessant. Und welche Farbe dieser dritte Bruder haben könnte, ist für mich auch relativ klar und zwar weiß. Wie komme ich darauf? Und zwar Mario hat die Farbe rot und Luigi hat die Farbe grün und beide tragen sie wirklich standard italienische Namen und sie haben auch italienische Herkunft. Und um die italienische Flagge zu vervollständigen, macht einfach Sinn, dass der dritte Bruder ein weißes Outfit trägt und auch wieder einen typischen italienischen Namen hat. Das wäre einfach klischee-mäßig perfekt und würde sich perfekt einreihen. Und ganz ehrlich, Leute, wie lange ist es her, dass mal wirklich ein relevanter neuer Charakter ins Standard-Roster von den Nintendo-Charakteren dazugekommen ist? Das ist doch schon gefühlt 10 Jahre her. Für mich wäre es passend, wenn Nintendo irgendwann ankündigt, dass ein neues Spiel kommt und dass sich das Ganze um einen neuen Charakter dreht und dass dieser Charakter der dritte Bruder ist. Und ich würde mir sogar wünschen, dass er erstmal ein Bösewicht ist und dann später ins Roster mit eingenommen wird als netter Kerl. Wie er jetzt heißt, kann ich mir schwer vorstellen. Wie das Spiel aussehen wird, kann ich mir auch schwer vorstellen. Es sind wirklich nur leere Gedanken, die ich hier mal in Form eines Videos euch preisgeben wollte, damit ihr, liebe Leute, in den Kommentaren vielleicht ein paar nette kreative Ideen schreibt und ich lese mir das natürlich alles immer durch, Leute. Ich bin damit raus, ich wollte euch nur die Theorie einmal erzählen um den möglichen dritten Bruder im Bunde. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.